ich bin's, der Lario. Und heute gibt's, wie versprochen, eine ganz spezielle Folge Lario Kart diesmal. Und zwar... So. Der Muichi kommt gleich angefahren. Was ist denn? Nochmal, hier ist der Lario. Muichi. Ja! Und heute? Ganz ungewohnt, vor der Kamera mal, nicht hinter der Kamera, aber quasi auch vor der Kamera, wie immer. Werde mir ein Ründchen Lario Kart, versprochen Lario Kart, ich bin ganz heiß drauf. Lang versprochen, endlich. Lang angekündigt. Und ja, ich werde mal kurz das Gefährt hier vorstellen. Das ist ein, kommst du gerade mal mit, ich nehme das mal. Ja, wunderbar. So, wir haben hier ein Rad, da haben wir ein Rad, da haben wir einen Motor, Lenker und Sitz. Alles, was man braucht, so um ein bisschen Spaß zu haben. Hier so. Unten, ja, oder magst du die Strecke erklären? Ja, ich erkläre die Strecke, kommt mal mit. Komm. So, hier ist die Strecke. Ich werde die gleich langsam abfahren. So, an der Stelle wollte ich eigentlich einen Voice-Over machen. Während dem Fahren, aber das Mikrofon hat abgekackt. Also ich fahre jetzt hier rum, der Muichi steigt gleich von hinten ab und ich blende die Minimap für euch ein. Und dann fahren wir hier einmal runter. Da ist so ein kleiner Garten, der momentan nicht besät ist. Da geht es nämlich einmal jetzt außen rum in der 8. Ganz langsam fahre ich hier. Ich hätte mich ein bisschen beeilen können, aber ich war zu dumm. Was ist denn jetzt los? Ich brauche ja ewig. Hier geht's jetzt über die 8 quasi, unten rum, das sind so kleine Bäumchen, vielleicht seht ihr die Setzlinge. Und dann im Drift oben über diesen Birken entlang und wieder zurück zur Startlinie. Und hier ist der Start. Also, Regeln 5 Runde mit Zähler auch und wir machen hier Timer. Timer. Und dann gewinnt der, der die bessere Zeit hat. Ja. Ich habe ein Lav-Mic an meiner Brust, die wird man hoffentlich auch hören, wenn ich hier fahre. Denn Kommentare vom Fahrer sind immer hochgradig spannend. Und dann geht's los. Auf die Plätze! So, und an der Stelle, hier sieht man sogar in der Kamera das rote kleine Mikro. Der Muichi wollte nämlich selbst auch ein Commentary während dem Fahren machen. Hat natürlich nicht geklappt, weil das Mikro durch die Lautstärke vom Kart die ganze Zeit nur ausgeschalten hat, damit es nicht nur rauscht oder sonst was. Auf jeden Fall ging es nicht. Hier fährt er jetzt das erste Mal die Linkskurve. Hier sieht es noch ganz gut aus, wie ich finde. Ich stehe da rechts, muss was aus dem Weg räumen, damit er keinen Unfall baut. Hab vergessen zu zählen, das sage ich aber auch gleich, glaube ich, im Video. Und hier fährt das erste Mal ein Fehler. Hier fährt er in den Acker. Ich habe etwas verkackt, die Runde zu zählen, aber da bin ich, ja. Weil die Gesamtzeit ist wichtig. Die Gesamtzeit ist wichtig. Hier jetzt Linkskurve wieder. Auch hier lässt es sich zu weit nach außen tragen. Es war wirklich rutschig an dem Tag. Das war etwas too much für meinen Geschmack. Das kostet etwas Zeit. Jetzt hier, und hier das Schlagloch, wo er durchfährt. Da gibt es nachher. Ja. Ich habe reingelabert, ich bin ein Spacko. Da gibt es ein Schlagloch, nachher noch ein cooles Shot. Nicht übel, wie es einen da durchschüttelt. Und auch hier wieder relativ langsame Kurvengeschwindigkeit. Aber so schlecht ist seine Zeit nicht. So, und hier müsste jetzt das Schlagloch kommen. Ist schon krass, ohne Federung halt hier jetzt langsam, das ist die langsamste Kurve im ganzen Rennen. Hier geht es jetzt auf die lange Gerade, wo man ein bisschen Geschwindigkeit sammeln kann. Das sind vielleicht so 40, 50 km/h, was ihr hier seht. Jetzt hier der Linksdrift an den Bäumen vorbei. Herrlich. Und jetzt bricht die letzte Runde an. Jetzt fährt er wieder hier durchs Schlagloch. Relativ unspektakulär dieses Mal. Hier der Drift. Der langsame Drift. Schöne Einstellung, wie er hier vorbeifährt. Aber er ist relativ. Ja, er winkt noch. Oh, hat er cool gewinkt. Oder gewunken. Da steht ein Auto, weil die das. Oh,
Mieser Drift. Ganz viel Zeit verloren an der Stelle. Da stehen manchmal Autos und gucken uns zu, weil die das halt lustig finden. Und Ende! Kommentar dazu, was sagt ihr dazu? Es ist heute rutschig. Extrem feuchte Fahrbahn. Das Ding schiebt, das untersteuert, das übersteuert. Das ist schwierig. Eine wahre Freude. Man muss arbeiten, man muss kämpfen mit dem Ding. Ich zeige euch ganz kurz, wie rutschig der Boden heute ist. Und dann würde ich sagen, 2 Minuten 14, Muigi. Schauen wir mal, was der Lario so fabriziert. Okay, Freunde, Runde 2. Lario fährt jetzt, versucht, meine Zeit zu schlagen. Wird er es schaffen? Wir werden sehen. Ready? Wesentlich vielversprechender aus. Das sieht schon mal vielversprechender aus. Der Lario fährt, der fährt gut, der fährt runden. Da hinten ist eine ganz tückische Stelle. Das muss einfach gesagt sein, das ist klar. Ja, der kommt nicht so richtig in die Pötte, aber das wird zügiger als ich. Ich meine, bei der letzten Runde, da hat es mich ja komplett in die Grabe gezogen. Der trifft es ein Träumchen. Achtung, Runde jetzt! 28,43. Ich habe, oh, da hat es geschaukelt. Menschenskinder, das war aber eine Sache. So, die Wetterverhältnisse sind phänomenal. Und schön vorbei, die Haare im Wind und rum. Ja, untersteuern, übersteuern. Jetzt ist er immer schön im Drift. Ja, der ist 1000-mal schneller als ich. Hab völlig verschisse. Runde 2, Runde. Glatte mal 3 Sekunden schneller als in seiner ersten Runde, einfach durch den Start. Oh ja. Ich meine, ich habe relativ viele Fahrfehler gemacht. Ich bin in der Acker mal gedönert, ich bin mal in der Grabe. Ja, so, der trifft, der ist ein Träumchen. 1 Minute 13, Hammer. Was wird die Runde? Was wird die Runde? Die könnte auch zügig werden. Und Runde. Wir sind jetzt bei 1 Minute 20. Ja, das wird spannend. Gut eingelenkt. Oh, bisschen niedertourig für meinen Geschmack. Ja. Vielleicht ist was. Ja, ich würd's jetzt auch drauf schieben, dass technische Probleme am Werk waren. 1 Minute 42, das ist Runde 4. Jetzt kommt dann die letzte Runde. Runde 5. So, aber er wird schneller sein. Meine Prognose 2,5. So. Oh ne, 2,5 doch nicht, mein Fehler. Schauen wir mal, wie er hier vorbeipaste und begeben uns an die Ziellinie. An die Ziellinie. 2 Minuten 5 hat er, das schafft er noch. Das X, das X, das X. Ja, es waren 2 Sekunden. 2 Minuten 12. Trotz technischer Schwierigkeiten. Ja, du bist wesentlich besser da hinten rein und wesentlich schon in der Drift rein. Freudesprung. Ja. Gefährliche Aktion, da hätte er sich an der Schädel am an der Achse schlagen können. Gut. So, Leute. Spannende Runde, leider verloren. Leider gewonnen. Ich muss dich noch bestrafen, aber das machen wir das nächste Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like da. Like da. Aber, Lario, irgendwie war das ein bisschen lax jetzt. Ein bisschen. Also das ist ja, weiß nicht. Ey, das Ding hat 20 PS, was willst du mehr? Keine Ahnung, so, vielleicht 50 mehr? 100! 100 PS? Wir sehen uns das nächste Mal.